Ja, ich habe gerade eine schöne Kugel erstellt, die so ein bisschen 3D-Aussehen hat. Es soll hier allerdings nicht um 3D-Kugeln gehen, sondern es geht darum, dass ich zum Beispiel in Chemie zum Teilchenmodell öfters mal Teilchen regelmäßig anordnen möchte. Eigentlich eher auf Lücke, aber man kann es ja auch anders machen. Und eine Möglichkeit wäre das natürlich so zu machen, dass ich dann ein Objekt kopiere und das Ganze dann jeweils weiterschiebe und mir dann ganze, also die Mühe geben, das Ganze auszurichten. Ob es jetzt mit Hilfslinien ist oder mit anderen Möglichkeiten, ist ja egal. Nur es ist klar, das Ganze wird sehr umständlich, sehr, vor allem wenn man halt sagen will, ich möchte 20 oder sogar mehr von diesen Kugeln zeichnen. Glücklicherweise bin ich da aber mal bei einem Video, ja, habe ich es noch, ja, auf eine Funktion aufmerksam gemacht worden, die nennt sich so, und die möchte ich mal kurz vorstellen. Und zwar ist die hier unter Bearbeiten, Klonen und gekachelte Klone erzeugen. Wichtig ist, ich muss also hier ein Objekt ausgewählt haben, das ich klonen will. Und dann habe ich hier diesen Dialog. Und das Problem bei diesem Dialog ist, dass der also ja, relativ kompliziert ist. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, gekachelte Klone zu erzeugen. Und das ist also wirklich schon ein bisschen kompliziert. Ich fange an mit Symmetrie und wende hier an P1 einfach Verschiebung. Das ist also die einfachste Variante. Und kann dann zum Beispiel sagen, einstellen, ich hätte gerne 7 Spalten und 7 Reihen von dieser Kugel. Und wenn ich das mache, habe ich dann mit einem Klick tatsächlich 7 Reihen und Spalten erzeugt. Und so schnell kriegt man das garantiert nicht mit irgendwelchen anderen Methoden. Das ist natürlich optimal, wenn ich also viele Objekte erzeugen will. Nun ist es ja jetzt zum Beispiel hier bei diesen Kugeln so, dass das nicht die optimale Anordnung ist. Also das ist nicht die dichteste Kugelpackung. Und da muss ich dann den zweiten Tab hier verwenden. Ich mache jetzt die Aktion nochmal kurz rückgängig und gehe mal hier drüben hin. Und da brauche ich nämlich bei der Verschiebung Möglichkeiten, da was einzustellen. Probieren wir das gerade einfach mal aus. Ich verringere hier die Zahlen ein bisschen, damit man ein bisschen besseren Überblick hat. Im Grunde genommen muss man hier ein bisschen rumprobieren. Ich kann zum Beispiel Y- und X-Verschiebung einstellen. Wir geben gerade mal einfach irgendwelche Zahlen ein und gucken, was dabei passiert. Also da muss man wirklich ein bisschen rumspielen, weil so spontan, wenn man das nie gemacht hat, wird man da wahrscheinlich das nicht hinbekommen. So, kleine Auffälligkeit. Also wenn es zu wenig ist, die Zahl, dann fällt das einem wahrscheinlich nicht auf. Dann nimmt man eben eine größere Zahl. Und sieht dann, dass also die X-Verschiebung hier pro Reihe, also pro Reihe, ist immer ein bisschen in X-Richtung weiter verschoben wird. Und zwar um 20%. Und das ist dann eben abhängig davon, wie groß mein Objekt ist. Wenn ich das mal wieder auf 0 zurückstelle, habe ich den gleichen Effekt wahrscheinlich. Moment. Ich mache es wieder rückgängig. Bei der Y-Verschiebung gucken wir mal. Das heißt, jede Reihe wird halt um 20% weiter nach unten verschoben, als wenn ich es direkt aneinander gekachelt habe. Das kann man natürlich dann auch kombinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte gerne einen anderen Abstand haben, dann müsste ich, glaube ich, hier pro Spalte sagen, dass also die X-Verschiebung verändert wird. Einmal rückgängig machen. Und dann habe ich also einen regelmäßigen Abstand. Ja? Also, das funktioniert so. So, jetzt wollen wir aber eine dichteste Kugelpackung haben. Und dazu stelle ich mal die Werte wieder auf 0 zurück. Also wenn ich es jetzt erzeuge, habe ich ja das direkt nebeneinander. Was ich aber möchte, ist, dass jede Zeile ein bisschen nach rechts verschoben ist. Und zwar um die Hälfte, um 50, damit das also quasi auf Lücke ist. Das heißt, ich muss
pro Reihe eine x-Verschiebung um 50 haben, damit die nächste Reihe die Hälfte weiter nach rechts geht. Probieren wir es mal aus. So, dann habe ich quasi das auf Lücke stehen. Jetzt habe ich allerdings Abstand hier. Das heißt, ich muss pro Reihe das Ganze weiter nach oben verschieben. Und das bedeutet, es muss nach oben gehen. Nach oben bedeutet Minus, ich muss zurückziehen. Und jetzt kann man oder muss man im Prinzip ein bisschen probieren. Ich hatte das ja schon mal ausprobiert. Wenn ich das mal wieder rückgängig mache, bei minus 10% sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Es ist schon relativ nah, aber es passt noch nicht ganz. Ups. Und ich glaube, das war irgendwie so 12,3%. Das kann man wahrscheinlich mathematisch berechnen, wie viel das genau sein muss. Aber ich habe eben rumprobiert und soweit ich weiß, ja, 12,3 war nicht ganz richtig. 12,4 oder 12,5, irgendwas in der Richtung war es. Also auch hier, wie oftmals in einem Programm, muss man ein bisschen rumprobieren. Gut, das kann man vielleicht noch ein bisschen enger machen, aber mit diesem Wert kann ich jetzt eben Folgendes machen. Ich nehme eben nicht nur 3 mal 3, sondern ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme 7 Reihen und meinetwegen mal 14 Spalten, erzeuge mir eine große Anzahl an Kugeln und damit das einigermaßen rechteckig angeordnet ist, lösche ich alle, die auf einer bestimmten Linie sind. Und schon habe ich eine dichteste Kugelpackung. Und das Ganze innerhalb kürzester Zeit. Das Ganze kann man eben auch hier mit anderen Varianten benutzen. Das muss man ausprobieren. Wie gesagt, ich habe mich da noch nicht so genau mit beschäftigt, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Aber die Verschiebung, denke ich, um solche regelmäßigen Bilder zu erzeugen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt.